Onward! Into battle! Jetzt geht's hier nämlich los, Mission. Verdammt, ich weiß nicht, welche Mission das ist. Auf jeden Fall, ich vermute mal, es ist die letzte Mission. Mission 20 ist es, glaube ich, jetzt. Nee, 90. Ach, keine Ahnung. Soweit bin ich, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich habe letzte Runde ewig viel Frust gehabt, ewig viel runtergefallen, ewig viel überhaupt. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal gegen meinen Erzfeind, das ist Erzfeind, gegen diesen Bösewicht da kämpfen darf. Ich habe Lust, in die Fresse einzuschlagen. Na gut. You make quite the team. I'm stronger. I'm smarter. I'm better looking. Und es ist behind the vault door. Let's not keep him waiting. Okay. So wie es aussieht, geht's jetzt echt zur Sache. Threat, okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich mal kämpfen dürfen gegen Bla. Unsere guten alten Freundin Mondas. What's happening? We must know we're coming. Just as Cap predicted. So, what do we have to do here again? Kickstart the backup generators in Limbo to overload the system so I can hijack the quantum encryption algorithms. That's it. But, could you say that first bit again? So. You have to kickstart the generators. Four of them, right? Yeah, that's right. One in each tunnel. Okay, na schade, doch nicht ganz. Ich werde noch nicht prügeln dürfen. Aber ich darf Spinnen jagen. Ja, Spinnen, ja. Was ich noch machen kann, ist Seelen jagen. Das geht immer. Kaching. Okay, verdammt, wie komme ich hier wieder raus? Das ist doof. Ach, da. Passt. Da ist eine Tür. Kann ich in diese Tür rein? Was ist das für eine Tür? Das ist eine Kupfertür. Kupferschlüssel habe ich keine. Oder ist es eine Kupfertür? Nee, das ist eine Silbertür. Argent Key. Ja, da komme ich sogar rein. Juhu. Es wird wahrscheinlich wieder so eine extrem toll, mega voll frustrierende Mission, in die ich 2 Stunden lang Zeit legen werde, aber. Kill the Tyrant within the time limit. Okay. So schwer scheint es gar nicht zu sein. 45 Sekunden für den da. Ah, dann zeig er, dass du kannst. Aua, okay, das war nicht gut. Ach, das ging aber leicht. Wenn das alles war, dann habe ich die Mission jetzt schon erledigt. 24 Sekunden. Ach, gar nicht mal schlecht. Jo. Kurzer Ausflug gehabt. Passt. Alles wunderbar. Das heißt, es geht weiter und dahin. Ich traue mich jetzt da nicht rüber zu springen, weil ich es eh wieder verkack. Wow, ich habe es geschafft. Ich soll das hier kickstarten. Also, dran ziehen. Jo. Generator Nummer 1 wäre aktiv. Jo, abgespaced. Stop. Oh, der hat gar keinen. Der hat echt nichts gehabt, lol. Wow. Ist schon wieder so ein Viech. Aua. Boah, der hat den Scheiß reflektiert. Ich glaub's sie gar nicht. Ah, ich habe die falsche Waffe aktiv. Oh, das nervt mich, dieser Typ, der da. Ah, fucking. Ah. Okay, explodier doch gefälligst, du. Wie viel Leben hatten der noch? Er dürfte gleich tot sein. Und zwar jetzt. Gut getimt. Okay.
hätten wir erledigt. Und ja, ich hätte sogar platt machen müssen. Meine andere Option wäre gewesen, dass ich einfach abhaue, aber die Tür war versperrt, solange ich die Viecher nicht töte. Aber das habe ich ja gemacht. Oh Gott, schon wieder so ein Sprung. Ich hab's geschafft. Cool. Mit Konzentration geht das sogar. Auch wenn meine Tastatur manchmal meint rumspacken zu müssen. Okay, das war Generator Nummer 1. Muss in jeden Tunnel einmal gehen. Und immer das gleiche machen. Generator aktivieren. Oh, was gibt's denn da unten? Ich habe gar nicht gesehen, dass da unten was war. Ich bin zufällig drüber gesprungen. Und da ist ein Schlüssel. I saw you. I see you. Ich will diesen Schlüssel. Wie kriege ich diesen Schlüssel? Oh mein Gott. Nein, ernsthaft, wie kriege ich diesen Schlüssel? Na, dann eben nicht. Vielleicht kriegen wir später. Könnte ja sein. Generator Nummer 2 aktiv. Kleingetier töten, was jetzt noch kommt. Oh, noch besser. Ein Kleingetier, also ein großes Kleingetier. Ah, ich habe eine Idee. Ich lock wieder seine Blades raus. Juhu. Schön ist er harmlos. Ja, zumindest für einen kurzen Augenblick. Aua. Ach komm, was explodiert denn da eigentlich? Warum kriege ich Schaden durch meine eigene Kugel? Das ist doch Bullshit. Voll schieße die ganze mit der scheiß Shot gerade auf den Falschen. Das ist nervig. Aua. Wow, ich werde böse. Gleich explodiert, ja? Aua, ich bin rausgewichen. Aua! Oh fuck, kriegt er das Teil schnell wieder. Ey! Was soll der Scheiß? Ich kann den Scheißviecher nicht ausweichen. Oh fuck, jetzt explodiert er und ich überlebe. Auch wenn es ziemlich knapp war. Jo, hat sie irgendwo ein grünes Säckle für mich? Bitte? Oh, das Viech gerade eben war ziemlich böse. Ich meine, gegen Ende bei seinem Berserk Rage Mode konnte ich seinen abgeschossenen Blades da nicht mehr ausweichen. Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich exakt getimed habe, ging's nicht. Naja, was soll's. Och nee. Was kommt denn jetzt? Was war denn das? That's two online, Virgil. Good, rebooting. Shall I line it up? You can. Or you can get the other generators online. Up to you. Okay, mal gucken, was ich hier jetzt machen muss. Hat sie keine grünen Säcke irgendwo? Die bräuchte ich jetzt mal ganz dringend. Ah, da ist eine Seele. Aber bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich eh wieder sterben. Naja, let's find it out. Ey! Warum kann ich da jetzt nicht ziehen? Immer noch nicht, ich muss rübergehen. Generator Nummer 3 aktiv. Wow. Och nee, das ist eine Witch! Das ist eine fucking Witch! Wuhu!
Nein, das ist keine. Was ist denn das? Was ist eine Witch? Eine komische Witch, aber es ist eine Witch. Au, und ich bin tot. Nö! Ich lose. Das war bitter. Let's try it again. Komm her, du Witch. Hey, Witch Doctor, give us the magic words. Alright. You go ooh-e, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla, bing-bang. Ha! Perfectly weighed in the Luft auch noch. Und verabschiede schon mal von deinem Schild, du bist down. Jawohl. Oh yeah. Geile Sache. Okay, weiter geht's. Ah, die Shotgun ist verdammt geil, geil um diese Shards da loszuwerden. Diese random Kristallwirbel da, die meinen mich plätten zu wollen. Nix da. Ein Schuss und die sind down. Das war früher nicht so leicht mit meinem. Mit dem da. Oh, ich habe hier eine Statue, mit der ich mir Sachen kaufen kann. Oh, ich habe zwei Upgrade-Punkte. Warum sagt mir das niemand? Was nehmen wir denn? Ach ja, warum nicht? Den haue ich ab und zu mal drauf. Und noch einen Charge erhöhen, weil ich lade gerne meine Skills auf. Ganz kurz, was haben noch mal Health Cross? 5000. Okay, kann ich mir nicht leisten. Ich habe nur 3,5. Ich arme Schlucker. Ist ja auch nicht schlimmes. Komme ich da durch? Nein. Vielleicht mit der neuen Waffe. Piu, piu. Schade. Hätte klappen können. Ach, da geht's lang. Natürlich. Spinnen! Na, ah, ich liebe Spinnen. Ah, wow, das war jetzt cool. Ich hab's nicht gesehen, dass da was war. Ich bin einfach so hingesprungen und als ich gesprungen bin, habe ich gesehen, warte, da ist doch was. Gut reagiert, Enes. Worauf geht's zum vierten Generator und dann darf ich den Mund kloppen. Ah. Come at me, bra, was habt ihr mir zu bieten? Och nee. Ich nehm's dir schon wieder zurück. Ich hab ne Idee, ich schalte ihn hier aus, während ich mich um den hier kümmere. Ach, scheiße. Meine Strategie scheint verdammt gut aufzugehen irgendwie. Den da in der Stumm schalten hier mit meinen Klingen da. Aua. Ah, fuck! Das war jetzt böse. Na, ja, wenn er jetzt in Berserk Rage Mode geht, dann. Ah, fuck! Schlecht getimt. Ich hab schon. Dann lass die Viecher sich nicht mehr unterbrechen. Aua. Ach komm, die Zeit ist so böse. Na komm schon. Aua. Weißt du was? Du kannst mich mal. Hier, friss das. Nein. Friss das. Geht doch. Ah, böse. Und was jetzt? Ich kann das Teil nochmal andrehen oder? Hä? Ja, das habe ich ja schon aktiviert.
Aua. Was gibt's denn da noch zu krapschen? Nichts mehr. Krapsch, krapsch. Na gut, dann eben nicht. Ach, die Fresse. Und du auch. Schumm. Oh Gott, wie ich diese Rattenviecher hasse, ey. Die haben mir ordentlich Schaden gemacht. Weil ich es einfach nicht packe, diesen Wirbel auszuweichen. Das ist Sonic-Style. Piu, piu. All done. Great. Here we go. Gut, dann sage ich mal, Sesam, öffne dich. Was auch immer das heißen mag. That computer stuff. Hacking? Taught myself as a kid. Guess it gave me a sense of control. Okay, was muss ich jetzt tun? Das Einzige, was Dante kann, ist draufkloppen. Also, scheint schon mal irgendwas auszurichten hier. Also, dieses draufkloppen. Ach, da ist es der Mond dran. Ah, okay, ich raff's. Ich muss die Elemente so hinbiegen. Oh Gott, das ist ja Arbeit. Okay, habe ich das da? Habe ich das da? Soll die Sonne da hingehen? Gut, das habe ich alles bis auf 1. Meh! Ich mache das alles wieder kaputt, das ist doof. Okay. Klaue ich das einfach hier und drehe es nochmal, dann passt das sogar. Also kommt das hier hin. Ah, halt. Zurück. Ja, das passt zwar, aber weil ich das andere nochmal drehen muss, und zwar dreimal, mache ich es hier hin. Ja, warte mal, die muss jetzt dreimal drehen, ne? Ja, also muss es 1. Ja, das muss es zweimal gedreht werden. So. Jetzt das hier hin, da ich das jetzt dreimal drehen muss. Ach, warte mal, es war 1. Das ist blöd gewesen von mir. Aber hallo. Ja. Also das Ziel, damit es da weg ist, damit es sich dann nicht mehr mitdreht. Ah, nee, das klappt auch nicht. Weil ich das andere drehen muss zuerst. Okay. Gut, dann drehe ich das zuerst. Dann biege ich das zuerst richtig. Also ich hier hin. Zack. Jetzt kann ich das da hier in Ruhe hindrehen. Und jetzt dürft's passen. Okay. Wunderbar. We're in business. Hätte man das auch mal geschafft. Irgendwie traue ich mich da nicht ganz reinzugehen in meinem aktuellen Leben. Ich möchte auch nicht noch mehr Items kaufen, weil ich mir so einen Health Cross kaufen will. This time I go for the kill. Kill the unborn child. Get him rabbit. Got it. But do not try and kill him. He is immortal until I shut down the Hellgate. Right. This is it, Dante. We have to put our lives into each other's hands completely, without hesitation. We are brothers, after all. Oh, was hat er süß gesagt. Hätte ich Dante nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. Kann sich eben Leute täuschen. Style Points SS. Mal wieder. Time SS. Nicht schlecht. Completion. Wow. Den Schlüssel, den mir da noch fehlt, habe ich sogar gesehen, aber ich bin nicht rangekommen. Egal. Ziemlich gutes Score, würde ich sagen. Keine Upgrade-Punkte. Was, ja, gut. Die Mission war auch relativ kurz. Aber gut. Level 19. Face of the Demon. Diesmal aber hoffe ich, dass ich diesen Modus kloppen darf. Bis Mission 19. Tü-tü-tü.